Herzlich willkommen zum Hagios Livestream, heute aus der Kirche der Stille aus Hamburg. Und wir haben das Quartett hier, das Quartett von Elb Canto und die Pastorin Irmgard Nauck, die diese Kirche der Stille leitet. Wir wollen mit euch Lieder zusammensingen, wer möchte, kann mitsummen, mitsingen, einige Gedanken teilen. Jetzt auf dem Weg hin zu Pfingsten haben wir jetzt gerade schon ein Ruach-Lied gehört, diese Geistkraft, die uns lebendig hält. Und der Titel oben drüber bedeutet Hagios, heilig auf Altgriechisch. Und das Heilige hat so viele Gesichter, Qualitäten, Worte, Bilder, dass wir das sozusagen von verschiedenen Seiten umkreisen wollen. Und im nächsten Lied geht es um Magnificat, dieser Mai ist ja auch verbunden mit der Maria und die Maria hat dieses kraftvoll gesungen, dieses Jahr. Meine Seele erhebt den Herrn. Magnificat anima mea Dominum. Schön bist du, meine Freundin. Deine Bewegungen holen mich hinein in den großen Lebensfluss. In unseren Begegnungen fließt die erotische Kraft der Liebenden, deren spirituelle Wurzeln du so kraftvoll besingen kannst. Du suchst mich. Und ich lasse mich finden von dir, weil weder du noch ich zu haben sind.
Wir suchen einander und in der Kraft dieser Sehnsucht lernen wir, einander in Verschiedenheit anzunehmen, um einander weiten Raum zur Entfaltung zu ermöglichen. Schön bist du, meine Freundin. Durch dich wage ich zu sagen, Gott ereignet sich in Zärtlichkeit, jeden Tag neu. Das Gebet, die geräuschvollen Wildbäche der Wörter und Gedanken verlässt, gelangt es auf den stillen See des Schweigens. Hier werden wir des tiefen Friedens gewahr, der in uns lebt. Unter all unseren Handlungen, Gesten und Gedanken liegt ein schweigender Friede. Wenn wir beten, suchen wir die Unschuld unserer Seele auf. Dies ist ein reiner, sanfter Ort der Einigkeit, den der Lärm der Welt niemals zu stören vermag. Wir betreten den Tempel unserer tiefsten Zugehörigkeit. Einzig in diesem Tempel kann jegliche Sehnsucht Ruhe und Frieden finden. Dies fasst der Psalmist zusammen, wenn er sagt, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. In der Stille wird das Schweigen des Göttlichen zu größter Nähe. Und in diese Stille gehen wir jetzt immer noch weiter hinein mit einem Satz von koptischen Christen, die sagen, lass deinen Mund stille sein, dann spricht dein Herz, lass dein Herz stille sein, dann spricht Gott. Und die letzte Strophe können wir summen und dann tatsächlich eine Zeit der Stille für uns gestalten, die Möglichkeit, ein Gebet oder einen Dank, eine Bitte zu formulieren oder einfach in die Stille zu gehen.
Jehoshua Maranatha. Jehoshua, Halleluja. Auch so spricht Gott zum Menschen, zu dir, zu mir. O Mensch, kostbar und einmalig habe ich dich geschaffen. Schöpfe aus meiner Mitte lebendige Kraft, damit das Geheimnis meiner Liebe durch dich sichtbar wird. Lass meine Berührung in dir Gestalt werden. So kann das Licht des Anfangs in dir aufleuchten. Öffne dich jetzt, du mein Ebenbild. Du bist eine Blume in meiner Schöpfung, leise in der Öffnung, strahlend in deiner Offenheit. Durch dich strömt der Hauch meines göttlichen Atems. Du leuchtest auf im Glanz meiner göttlichen Fülle, o Mensch, Abbild meiner Schönheit. Wann beginnst du zu blühen? Du, mein Ebenbild. Erschaue mein Leben in deinem Leben. Erlausche meinen Klang im Gesang deines Herzens. Erspüre meinen Weg in deinem Gehen. Ertaste meine Berührung in deiner Zärtlichkeit. Erblicke mein Licht in den Konturen deiner Alltagsschatten. Öffne meiner Liebe ein Tor, du mein Ebenbild. Entgegen. Lass meinen
Dieser Text ist von Franz Xaver Jans Scheidegger, ein wunderbarer Schweizer Theologe und weiser Mensch. Und er ist besonders verbunden mit Niklaus von Flüe, wo er lange ein Zentrum geleitet hat. Und da Irmgard Nauck, die diese wunderbare Kirche hier initiiert hat und jetzt leitet, auch eng mit ihm verbunden ist, so wie ich auch, möchten wir jetzt noch ein weiteres Lied singen, das zentrale Gebet des Niklaus von Flüe. Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Gott, gib alles, was mich fördert zu dir. O du mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. O du mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. O du mein Gott,
Freut sich über dein Licht, weint über deine Finsternis. Aus seinen Flügeln rauschen Liebesworte, Gedichte, Liebkosungen. Er bewacht deinen Weg, lenk deinen Weg engelwärts. Diesen Frieden wollen wir jetzt aber auch nach außen schicken, so richtig kraftvoll mit dem franziskanischen Gruß, Pace e Bene. Pace e bene, pace e bene, pace e bene.
Mit diesem Schwung können wir jetzt in die nächste Zeit gehen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften in dieser wunderbaren Kirche der Stille. Vielen Dank an dich, Irmgard, dass du das hier so gestaltest. Und in der nächsten Zeit kann man ja jetzt immer mehr auch wieder hier in diese Kirche rein. Wer in der Nähe wohnt, es ist sehr zu empfehlen hier. Vielen Dank natürlich an euch als Quartett, dass ihr das mitgestaltet habt. Und natürlich muss man an dieser Stelle jetzt auch mal erwähnen, dass dieses Ensemble zusammen mit anderen Sängerinnen und Sängern, Elb Canto besteht eben insgesamt aus 12 oder 16 Sängern, diese CD und diese ganzen Lieder auch eingesungen haben. Also wer das noch nachklingen lassen möchte, kann da eben auch diese CD sich besorgen. Und wem es insgesamt gefallen hat, kann gerne das auch unterstützen, dass so etwas möglich ist mit einer Spende. Die Kontoverbindung ist unten angegeben. Ja, nächste Woche an Pfingsten, an dem Wochenende, ist dann etwas ganz Überraschendes. Wir haben heute hier in dieser Kirche mit einer Tänzerin, mit Nani Kloke, schon etwas aufgenommen zum Thema Pfingsten, Luft, Heiliggeist, Ruach. Lasst euch überraschen und sagt noch anderen Bescheid. Zum Ausklang hören wir jetzt noch und singen wir noch ein Lied, ein Abendlied. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Whoa.